TURI 2TV, das Branchenfernsehen. Powered by 7Loud, die Zukunft des Fernsehens. Volker Harris, Programmdirektor von Das Erste. Sind Sie nicht letztlich ein König ohne Land, bei dem man fast ein bisschen Mitleid haben muss, weil er zerquetscht wird als Papiertiger zwischen den Anstaltselefanten? Ach, das ist ja sehr viel Mitleid, danke dafür, aber es ist nicht nötig, sondern die Position des Programmdirektors der ARD ist schon so, dass man sehr gut arbeiten kann. Wir sind ein föderaler Verbund, ich fühle mich nicht als König ohne Land, sondern wir arbeiten mit 9 Landesrundfunkanstalten sehr kollegial und sehr effizient zusammen, um das erfolgreichste deutsche Fernsehprogramm anzubieten. Aber ist es nicht trotzdem manchmal frustrierend, wenn man sich als Programmdirektor die schönsten Dinge ausdenkt und dann neuen Intendanten ihren Senf dazugeben und es vielleicht letztlich doch scheitert? Sie haben völlig falsche Vorstellungen von meinem Seelenleben und es ist auch nicht die Realität, sondern es ist im Alltag so, dass es sehr gut funktioniert. Wenn trotzdem die gute Fee käme und Ihnen die Möglichkeit gibt, einen Tag lang frei zu schalten und zu walten, wie Sie mögen, ohne Rücksicht auf Verluste, was würden Sie sofort entscheiden? Ich würde es der guten Fee sagen, aber nicht Ihnen. Okay. Wäre es vielleicht eine einheitliche Anfangszeit für die Tagesthemen? Das ist ein Thema, bei dem ich sage, es ist nicht schön, was wir da am Mittwoch haben. Man darf aber nicht vergessen, wie es zustande gekommen ist. Wir haben eine politische Talkshow, nämlich Sabine Christiansen, durch gleich 2 Formate ersetzt, also durch mehr Informationen. Und beide sind sehr erfolgreich. Das ist ja erstmal erfreulich. Und das ist im Moment der Preis dafür. Das werden wir bei passender Gelegenheit ändern, aber nicht um den Preis, uns neue Probleme zu schaffen oder etwa ein so erfolgreiches Format wie Hart aber fair zu beschädigen. Manchmal hat man das Gefühl, dass sich die ARD den Privatsendern immer mehr annähert und das, was bei den Privaten erfolgreich läuft, dann irgendwann auch in der ARD kommt. Muss das sein oder ist das ein falscher Eindruck? Ich halte dieses ganze Gerede von der Konvergenz für hanebüchenen Unsinn. Das kann man eindeutig widerlegen. Wir unterscheiden uns so grundlegend wie nur was. Wer die realen Programme mal verfolgt und vergleicht, hat keinerlei Beleg dafür, dass es eine Annäherung gibt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an die Angebote der kommerziellen. Und ich könnte Ihnen das mit vielen Beispielen belegen. Trotzdem gibt es Daily Soaps, Kochshows, Doku-Soaps, um nur einige zu nennen, was ja ursprünglich aus dem Privatfernsehen kommt. Das gab es doch alles auch schon vorher bei uns. Wir machen ja viel länger Fernsehen als die kommerziellen und die erste Kochsendung im deutschen Fernsehen lief in der ARD. Dailies, serielle Produktionen, Vorabendserien, das alles haben wir immer schon gemacht. Trotzdem schaffen es die Privatsender, besser junges Publikum zu erreichen. Was macht die ARD da falsch? Wir machen nichts falsch, sondern wir machen ein sehr anspruchsvolles Programm und wir machen ein Programm mit 44% Informationsanteil. Das ist etwas, was Jugendliche nicht gleichermaßen anzieht. Darauf wollen wir aber nicht verzichten als öffentlich-rechtlicher Sender. Wir haben aber auch junges Publikum und ich werde mir alle Mühe geben, dass es auch noch mehr wird. Wir haben aber sehr viel junges Publikum. Die Tagesschau ist nach wie vor die am meistgesehene Nachrichtensendung, auch von jungen Leuten. Das ist nicht etwa eine Nachrichtensendung eines anderen Kanals. Wir haben die Jugendlichen, die jungen Leute, wenn es im Bereich Sport, bei allen Sportübertragungen, in Scharen. Wir haben sie im Fiktionalen, beim Tatort, bei der Lindenstraße, im Vorabendprogramm. Also ganz so ist es nicht. Wir haben jetzt ein Durchschnittsalter von 59 Jahren. Das klingt sehr, sehr hoch. Sie dürfen aber nicht vergessen, A, werden die Menschen in Deutschland immer älter. B, ist der Anteil der Älteren an der Bevölkerung sehr, sehr hoch. Und C, die Älteren gucken in besonderer Weise lange und viel Fernsehen. Aber muss man nicht vielleicht, um die jungen Zuschauer besser zu erreichen, andere Wege wählen als das, was man bislang gemacht hat über lineares, konventionelles Fernsehen? Man wird es nicht mit einem nationalen Vollprogramm alleine machen können, sondern wir brauchen schon eine Gesamtstrategie, daran arbeiten wir auch, wie wir stärker noch als bisher jüngere Publika auch in Zukunft gewinnen. Da gehört online ganz zwingend dazu, da gehört auch das Radio dazu, dort haben wir sie massenhaft und wenn Sie etwas nehmen wie den Echo, den wir zurück in die ARD geholt haben, den haben wir in einem großen Verbund mit allen Radiowellen der ARD und mit dem ersten deutschen Fernsehen promotet und gemeinsam veranstaltet. Das ist der richtige Weg. Als ARD oder als öffentlich-rechtliches Programm sind Sie ja nicht so von den Werbeeinnahmen abhängig wie andere Programme. Warum schauen Sie trotzdem immer so sehr auf die Quote? Wir schauen nicht nur auf die Quote, aber wir bekommen Gebühren von allen. Und wer Gebühren von allen Menschen bekommt, der muss auch allen etwas bieten. Und ich will Programm für alle Menschen machen. Und Quote sind nichts anderes als Menschen. Wenn Sie sagen, Sie wollen ein Programm für alle machen, kommen wir nochmal auf die Jugendlichen zurück. Im Internet hat man von der ARD bislang noch nicht so viel wirklich Innovatives gefunden. Woran liegt das?
Das weiß ich nicht, das ist nicht mein Eindruck. Wir unterliegen ja auch durch den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag gewissen Beschränkungen im Internetbereich. Wir können sicher auch noch einiges, was wir dort machen, optimieren. Aber wir haben schon tolle Internetangebote. Wir haben natürlich typisch öffentlich-rechtliche, wenn Sie ein Angebot wie tagesschau.de nehmen, dort sind Sie erstklassig über das aktuelle Geschehen informiert. Seit März jetzt, seit letztem Monat, ist die ARD auch mit einem eigenen YouTube-Kanal präsent. Wenn man sich das anguckt, sind da, heute Morgen waren 300 Videos drin, man kann sie nicht einbetten. Sieht eher aus wie ein Alibi, um auch dabei zu sein, als wirklich tiefgreifendes Engagement, oder täuscht dieser Eindruck? Ach Gott, das ist ja ganz neu und man fängt klein an. Wir sind ja auch in unseren Möglichkeiten eingeschränkt. Wir können nicht alles und immer mehr machen. Dies ist ein Anfang und das wird sich weiter fortentwickeln. Ich finde es richtig, dass man mit kleinen Schritten so etwas beginnt. Was kommt in Zukunft noch? Viel Gutes. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.